gehen wir hier weiter. Wenn wir uns schon diesen Weg jetzt freigekämpft haben, ich möchte gerne da hoch. Das können wir von da oben machen, ja. Überall dieser Schleim. Echt merkwürdig. Nein! Nicht wieder so ein komischer Ritter, bitte. So, das Gebiet da drüben kennen wir auch schon, ne? Ja, ja, da stand dieser Typ, das war der Innenhof. Ich springe jetzt erstmal hinten runter und hole uns das Ding. Ja, genau. Und dann können wir da noch weitergehen. Und schauen, was sich da noch begibt. Oh. So. Haben wir schon. Da hier nicht wieder so ein Ritter auftaucht. So, da oben. Waren wir da oben schon? Also mir ist nicht bekannt, dass da so ein offenes Tor ist, oder? Eigentlich müssten wir da auch schon gewesen sein. Das sieht man an der Karte leider nicht, wo man schon war und wo man noch nicht war. Oh. So. Das ist mir jetzt besser gefallen, als es noch Tag war, muss ich ehrlicherweise sagen. Mehr gesehen. Da geht's nicht weiter. Kommt die Sonne wieder oder ist es der Mond? Da kommt wieder so ein Ritter. Sollen wir dahinter gehen? Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal dahinter. Da ist der Flötenspieler. Waren wir da drüben schon? Ich glaube, da drüben. Doch, da waren wir schon. Da waren wir schon. Jetzt gehen wir erstmal da hinten lang. Da scheint es nämlich auch nochmal so ein Gargoyle oder sowas zu geben. Feuerstoß. Das war kein Gargoyle, das ist was anderes. Rune 11. Rune 8. Schmiedestand 5. Aber sonst leider nichts. Hier hinten vielleicht noch. Ja, wenn wir da runter gehen, kommen wir nicht mehr hoch. Aber das kennen wir schon. Das kennen wir schon. Da waren wir schon. Gut. Okay. Kann es wieder Tag werden, bitte. Aber ich glaube, Tag dauert lang. Wir könnten uns Licht machen. Ich mach uns mal Licht. Nichts. Dann kommt jetzt der Ritter dran. Hier waren wir, glaube ich, auch schon, ne? Ja. Der Ritter. Und noch einer. Achtung. Aber einen Bogen.
links auch noch ein paar Typen. Das war schon mal gut. Der schießt da wieder ein Wilder. Die verschwinden, glaube ich, einfach mal. Aus seiner Reichweite. Wo sind wir gerade? Okay, wir befinden uns gerade hier. Da ist nochmal eine Mauer. Und der Erdenbaum befindet sich hier. Ja. So, das war's. Den anderen versuchen wir klassisch. Von hinten. Das war, glaube ich, jetzt nicht so schwierige Ritter. Habe ich den Eindruck. Das war nicht so ein heftiger Ritter wie den wir schon kennengelernt haben. Aber da links stehen noch ein paar Soldaten. Ich habe Angst, dass die was machen. Ja, die machen auch was. Und jetzt haben wir halt das Problem, dass wir wieder gegen so viele gleichzeitig stehen. Versucht die mal auseinanderzuziehen. Noch er verfolgt uns. Ha! Sehr gut. Sehr gut, dann haben wir den erledigt und der kommt alleine. Guck mal, alleine. Ja, ja. So. Da musste der andere ja auch irgendwo alleine sein. Aber wo? Da. Ne, das ist nur ein anderer, oder? Ist das der? Das ist der schon. Aha. Sehr gut. Bolzen. Durchgang, den kriegt man von der Hauptstadt wahrscheinlich, von der Hauptstraße. Schotterstein. Ja, das sind auch Soldaten. Goldene Runde 13. Ich versuch den hier mal. Den hier holen, da sind auch noch welche drin in dem Pavillon. Sehr gut. Sehr gut. Gibt es hier noch was? Jawohl, da gibt es noch was. Perfekte Sonnenblume. Mal tatsächlich runterspringen, ja. Ich gehe jetzt, glaube ich, erstmal da hinten lang. Ich glaube, das ist dann hier unten rechts. Ich gehe jetzt erstmal hier hinten lang. Wir sind gerade da. Da in der. Kommen wir hier irgendwie wieder raus? Nein, knapp daneben. Jetzt. Nee, das war doch richtig. Ich versuche jetzt erstmal wegzukommen. Das ist schon ein bisschen heftigeres Ding. So. Genau, die Lady kommt jetzt mal hier. Das ist gut, dann können wir die nämlich getrennt besiegen. Schon mal. Wo ist die Katze?
wieder hingelegt. Oder ist sie verschwunden? Besiegt haben wir sie, glaube ich, nicht. Scheint verschwunden zu sein. So, jetzt sind wir an der zerbrochenen Brücke. Hier kommen wir erstmal nicht weiter. Gut zu wissen. Also ich liebe ja so Sackgassen, weil dann weiß ich, okay, hier geht es nicht weiter. Alles erledigt. Können wir abhaken. Ich frage mich bloß, wo die Katze ist. Der Löwe. Aber hier ist er auf jeden Fall nicht. So, dann ist da unten jetzt zur Hauptstadt. Steht auch noch welche. Ist da ein Tor? Ah, da ist er. Der ist runtergefallen. Sollen wir gegen den kämpfen oder sollen wir den einfach stehen lassen? Wir können schon gegen den kämpfen. Ist der, glaube ich, immer nicht. Wollen wir ihn gut treffen? Ja, wir haben gut getroffen. So, und zack. Dunkelschmiedestein 6. Bestienblut und alter Reißzahn. Und hier ist noch eine Goldrunde 8 versteckt gewesen. Da ist er runtergefallen. Aha. Ja, macht Sinn. So. Jetzt kommen wir zurück zur Hauptstraße. Hier könnten wir dann wieder auch mal wieder uns heilen. Wir dieses Gebiet fertig haben. Ich würde aber gerne vorher noch einen anderen Ort der Gnade eigentlich finden. Das ist ein Trötenhans. Den müssen wir kaputt machen, bevor er tröten kann. Sehr gut. Hat er auch einen Eingang? Ja, hier ist auch ein Eingang. Sind wir hier unten, ne? Das müsste auch genau da sein. Ich glaube schon. Sehr gut. Ja, hier gibt's nichts, oder wie? Ach komm. Doch, hier gibt's was. Einen geheimen Zugang. Oh, mit Spinnen. Ach du meine Güte, vielleicht finden wir hier einen Ort der Gnade. Ah, das sind die Katakomben. Von denen wir schon gehört haben. Ja, und es hieß auch, dass in einem Brunnen ein Zugang ist. Und den haben wir jetzt entdeckt. Sehr schön. Gibt es hier vielleicht einen Ort der Gnade? Ah, das können wir aktivieren. Sehr gut. Da unten ist irgendwas Heftiges. Okay. Und dann haben wir hier auch noch mal was aktiviert. Aber wo genau sind wir denn da? Ist das ein Flügel vom Drachen? Ja, wir sind dann schon ziemlich weit da drüben. Und kommen wir dann hier auch in die Katakomben irgendwie rein? Können wir hier irgendwie rein? Ich meine, da könnten wir uns unten runterfallen lassen, ja. Ich glaube, das sind noch nicht die Katakomben. Das ist noch nicht der Zugang zu den Katakomben, die gemeint waren. Das sind zwar schon die Katakomben, aber das ist noch nicht der Zugang. Das ist eher so eine Hintertür. So eine Hintertür nach da unten. Okay, merken wir uns. Gehen wir jetzt erstmal nicht lang. Okay. Zurück zur Hauptstraße.
Wo sind wir denn abgezweigt? Hier ist nämlich auch noch was auf der anderen Seite jeweils. Da könnten wir vorher aber. Ich glaube, hier sind wir abgezweigt. Ne? Hier sind wir nach oben. Hier sind wir, glaube ich, nach oben. Ist das korrekt? Ja, das ist korrekt. Gut, dann könnten wir uns jetzt auch wieder heilen. Theoretisch. Weil wir an diese Stelle wieder sehr leicht kommen. Ich habe aber die Hoffnung, dass hier auch irgendwo in der Nähe nochmal ein Ort der Gnade auf uns wartet. Ja, da ist nämlich einer. Sehr gut. Okay, und da geht es dann weiter nach unten. Jetzt habe ich aber erstmal die Hauptstraße fertig erkunden. Da haben wir ja noch ein bisschen was zu tun. 71.000 Runen. Oh! Da warten Gegner. Die bewachen dieses Tor da, wie es ausschaut. Das war jetzt nicht so das Problem, es sind eher der Ritter da oben ist eher das Problem. Goldene Runde 8. Können wir die mal eine aufbrezeln? Schwierig sind diese Ritter. Da waren wir schon überall, ne? Ja. Ah, da gibt es noch was. Aber auch nichts Aufregendes, oder? Ne, nichts Aufregendes. Gut, dann mal gucken, wo uns diese Straße hinführt. Könnte ein Boss sein. Wir suchen ja hier immer noch einen Boss. Können wir nicht aufmachen? Ne. Kann man nicht aufmachen. Okay, das war schon mal nicht der Boss. Auf der anderen Seite war was wir aufmachen konnten. Ne? Ah, hier ist die Götterbrücke. Hier ist die Götterbrücke. Damit haben wir das jetzt eigentlich alles durch. Hier haben wir noch die Möglichkeit, hier runter zu gehen. Und hier haben wir auch die Möglichkeit, runter zu gehen. Dann würde ich tatsächlich erstmal hier runter gehen wollen. Und dieses Ding möchte ich ganz gerne noch erkunden. Wie wir da hinkommen. Das Problem ist, dass die Feinde hier alle schon wieder da sind. Das ist tatsächlich das Problem. Hier waren wir, glaube ich, überall schon. Ich glaube schon, da war dann die zerstörte Brücke. Wo das genau war, war das hier? War das hier irgendwo? Ich weiß es nicht genau. Da ist unser Zeichen. So, den oberen Bereich haben wir eigentlich durch, bis auf diese Stelle, wo das Zeichen ist. Da könnten wir vielleicht mal von der Seite gucken, ob wir von der Seite da hochkommen. Hier zum Beispiel. Da kommen wir nicht weiter, da kommen wir nur in diesen Innenhof. Der bringt uns nichts. Der bringt uns nichts. Ich dachte von da oben vielleicht irgendwie. Weil da kommt es auch nicht weiter. Wir müssen irgendwie da hoch. Wir müssen irgendwie da hoch und dann versuchen wir mal da uns dahin zu bewegen. Wir können ja jederzeit an den Ort der Gnade gehen. Das ist kein Problem. Der Flötenspieler. So. Dann da drin waren eigentlich nur so kleine Manneken. Die waren nicht gefährlich, die können wir auch einfach ignorieren. Da oben war, glaube ich, noch mal einer, oder? Ne, das sind auch einfach nur so Manneken.
erstmal hier. Muss ich da mal gucken. Wo ist das Zeichen? Hier auf der Seite. Hier kommen wir aber nicht hoch. Okay. Gut, ah, hier waren die. Hier war die, richtig, genau. Das Gebiet da unten kennen wir auch schon. Und hier ist der Aufzug. Da habe ich doch gesagt, dass wir hier seitlich eventuell rüberkommen. Genau, das war hier. Auf diese Seite bringt uns nichts. Das ist, glaube ich, da, wo der Ritter dann da hinten hingeht. Hier, gell? Da geht der Ritter hin. Ja, da ist er auch schon. Aber hier kommen wir eigentlich auch nicht so wirklich weiter. Was ist denn da oben? Da oben war... Ach, guck mal, da ist auch noch einer. Waren wir denn da schon? Ich glaube, nein. Da waren wir nicht. Kommen wir von da oben da irgendwie hin? Ja, von da oben kommen wir da, glaube ich, hin. Wir fahren mal hier kurz hoch. Und von hier aus müssen wir nach da drüben. Schaut mal. Das müsste gehen. Hier müsste jetzt auch noch so ein Typ sein. Schaut mal. Da ist doch schon das Zeichen. Da müssten wir nämlich runter. Ach, da ist auch noch einer. Hier müssten wir runter. Können wir das da runter springen? Können wir das? Das finden wir raus. Haben wir die noch? Ne, da haben wir den nicht mehr. Hier. Das finden wir raus mit unseren Regenbogen. Ja, geht. Geht, geht, geht. Sehr gut. Und dann darunter. Da ist, ja, da wäre ein so ein Ding. Gut. Problem ist nur, dass wir dann nirgends weiterkommen. Da ist eine Tür. Aber die schaut nicht so aus, als würden wir die aufbekommen. Hier ist sonst nichts mehr, ne? Schaut nicht so aus. Gut, dann gehe ich mal darüber auf den Balkon. So. Haben wir uns das hier? Goldene Runde 9, hat sich wenigstens gelohnt. Ach, schaut mal, wir wären hier auch anders hingekommen. Hier hinten rum. Ach. Da, wo der Ritter steht, nee, das ist ein anderer. Das ist ein anderer Ritter. Oder ist das der? Ist es der gewesen? War das der Ritter? Ich glaube nicht, weil hinten ist auch noch ein Item. Das war nicht der Ritter, das war ein anderer. Ich hoffe, es wird bald wieder Tag. So, und hier... Da, das ist dieses Ding, da waren wir schon. Das war diese Todesfalle, wo wir fast gestorben wären. Gut, hier können wir noch was holen. Nee, nee, da waren wir noch nicht. Da waren wir noch nicht, das ist ein Spielstand 6. Da waren wir noch nicht, aber da unten, da waren wir dann schon. Das hilft uns also nicht weiter. Wir könnten das wissen, probieren, da noch hochzukommen. Ja. Ja, sehr gut. Das hilft uns jetzt auch. Doch, da ist auch was. Oh! Wir haben angegriffen. Von unten. Da ist auch noch ein Item. Die Frage ist, wie kommen wir auf das drauf? Ich glaube, da müssen wir auch von dem Aufzug auf das... Ah, da drüben ist einer. Aha. Ein bisschen versteckt.
Treffen wir nicht mehr. Gut. Wahrscheinlich von dem Aufzug in die andere Richtung, ne? Kann das sein?